Fans, die in einem Whirlpool im Stadion sitzen. Ein Torwart, der beim Elfmeterschießen Zaubertricks aufführt. Hier sind 30 der verrücktesten Momente im Fußball. Und fangen wir mit diesem Foul an. Der Spieler in der norwegischen Liga wollte seinen Gegenspieler ganze 4 Sekunden gar nicht mehr loslassen. Verrückt, aber nicht ganz so verrückt wie diese Fans, die bei einem Fußballspiel in Frankreich in einem Whirlpool sitzen. Was für Szenen beim Spiel Troy gegen Rennes. Und hey, schaut gemütlich aus mit den 2 Liegestühlen. Warum es das beim Erstligaclub gab, konnte ich nicht genau herausfinden. Wahrscheinlich eine Marketingaktion des Clubs. Ist aber nicht das erste Mal, dass ein Club auf diese Idee gekommen ist. Das gleiche gab es bei Cannes im Spiel gegen Lyon. Und das NFL-Stadion von Jacksonville hat sogar einen eigenen VIP-Pool. Verrückt. Aber wir sind erst am Anfang. Wir haben noch viele verrückte Momente wie diese Aktion von diesem Balljungen und der Torwart, der Zaubertricks aufführte. Doch zuerst zu diesem Spiel bei der WM 2014. In der Gruppenphase traf Kamerun auf Kroatien. Lief aber nicht so gut für die Afrikaner. Noch dazu diese wirklich kuriose Aktion von Song. Und der krönende Abschluss, diese 2 Streithähne. Fast eine Kopfnuss für den eigenen Mitspieler. Und all das nur, weil dieser nicht abspielen wollte. Dafür war unser Level 11 eine der süßesten Aktionen, die ich seit langem gesehen habe. Dieser kleine Junge ist Riesenfan des türkischen Erstligaklubs Samsunspor. Und vor jedem Heimspiel steht er an der Straße und wartet auf den Mannschaftsbus. Dann der Moment. Der Busfahrer sieht ihn und hupt. Und der Kleine ist außer sich. Doch die Riesenüberraschung beim nächsten Heimspiel. Das Team hält kurz an, ein High-Five für den Fan und ein paar Fotos. Kein großer Aufwand für den Club, aber ein unvergessliches Erlebnis für den Jungen. Unvergesslich auch dieser Moment, denn es gab 2 rote Karten für 1 Tackle. Der Schiedsrichter gab beiden Spielern eine rote Karte für ihr Einsteigen. So etwas habe ich auch noch nicht gesehen. Etwas, was man auch nicht oft sieht, ist, wenn Feldspieler ins Tor müssen. Ihr erinnert euch vielleicht an unser Video über die besten Momente der letzten Saison, als Giroud bei Milan ins Tor musste, weil sie nicht mehr wechseln konnten. Und hey, er hielt nicht schlecht. Das gleiche passierte ein paar Jahre zuvor in England. Nur damals machte Harry Kane keine gute Figur. 2014 spielte er mit Tottenham in der Europa League gegen Tripolis. Doch kurz vor Schluss dieser Moment. Loris musste mit Rot vom Platz. Tottenham konnte nicht mehr wechseln. Also was macht man da? Man stellt jemanden ins Tor, der groß ist. Und hey, wieso nicht Harry Kane? Der bewies dann aber ganz schnell, dass dies keine gute Idee war. Und wo wir gerade von kuriosen Toren sprechen, da darf dieses hier nicht fehlen. In der kroatischen Liga. Tor, denken alle. Und hier wird schon der Torschütze gefeiert. Aber das Spiel geht weiter. Und wir sehen hier den Torwart, der schon auf dem Weg war zur Auswechselbank zum Feiern. Und dann Tor für das gegnerische Team. Wie konnte das passieren? Hier zu sehen, wie der Ball an dem Pfosten ging. Aber da der Torwart ins Netz fiel, sah es für alle so aus, als war auch der Ball im Tor. Eines der kuriosesten Tore jemals. Das war auch unser nächster Treffer in der 3. englischen Liga. Der Torwart hatte sich verletzt und zeigt an, dass er den Ball ins Aus spielen will. It's 2-2 in the most bizarre of circumstances. Ich sag mal so, den Fairplay-Preis gewinnt der Torschütze nicht. Große Aufregung natürlich, aber der Treffer zählte. Und Tragik pur am Ende der Saison. Beide Teams stiegen ab. Und jetzt zu einem Tor, das ganz Indien wütend machte. Es ist der 11. Juni 2024. WM-Qualifikationsspiel Katar gegen Indien. Indien führte, doch dann dieser Moment. Riesenwirbel, denn es schien, als wäre der Ball bereits im Aus gewesen. Da es aber keinen Videoschiedsrichter beim Spiel gab, konnte der Schiri nichts überprüfen und das Tor zählte. Am Ende verlor Indien mit 1-2 und schied somit aus der Qualifikation aus. That is absolutely, there's no doubt about it. There can be no doubt about it. This ball has gone out. Jetzt aber zu einer Aktion, wo der Balljunge der Held des Spiels wurde und selbst Mourinho zu ihm kam, um ihn zu umarmen. Der Junge reagierte blitzschnell und dadurch konnte Tottenham ein wichtiges Tor machen und das Spiel gewinnen. Lucas Moura now with options in the middle. Kane! Und um sich bei ihm zu bedanken, lud Mourinho ihn zum Teamessen ein. In the end I wanted to invite him for the dressing room to celebrate with us, but he disappeared. I don't know where he is, but very good ball boy. Very good, really.
Unser Level 39 ist eine strittige Szene aus England und ich bin gespannt zu hören, was ihr darüber denkt. War das klug oder unfair? Freistoß beim Premier League Spiel zwischen Brentford und Nottingham Forest. Aber was macht denn Ivan Toney da? Just moves it. What's that, half a foot maybe? And he's moved the white. Tor. Aber Toney legte sich den Ball und den Schaum ein wenig zur Seite, als der Schiedsrichter abgelenkt war. Was meint ihr? Klug oder unfair? Das sagte er dazu. Were you a little bit clever? Because someone was saying you just slightly moved the ball a little bit after the ball was set up. I mean, you can move it half a yard either side, but listen, if I'd missed, no one really would question it. But the fact it's gone in, everybody wants to make a noise, but it's gone in the back of the net and we've won the game, so it's all good. Auf in die zweite schottische Liga, zu einem Moment, der beide Teams zum Lachen brachte. Im Spiel fällt dem Torwart auf, dass es ein Loch im Rasen gibt, was wirklich gefährlich sein kann. Was macht man also in dieser Situation? Man rennt zum Erdhaufen neben dem Spielfeld und buddelt das Loch einfach zu. Jetzt zu einem lustigen Moment bei einem Deutschlandspiel, was die meisten von euch wahrscheinlich gar nicht gesehen haben. Vorbereitung auf die EM und es ging gegen Frankreich. Wir erinnern uns alle an das wahnsinnig schnelle Tor von Wirtz, aber kurz vor Anpfiff diese Aktion. Ein Spielzeugauto bringt den Ball und fährt Havertz über den Fuß. Er und Toni können darüber lachen und hey, kurze Zeit danach auch schon jubeln. Und Wirtz bringt so schnell nichts aus der Fassung. Dies traf jedoch nicht auf den Spieler bei unserem nächsten Level zu. Jimmy Bryan am Torwart vorbei und stolpert dann den Ball ins Aus. Ganz im Gegenteil zu unserer nächsten Szene, wo der Spieler zum Jubeln anfing, bevor er überhaupt ein Tor geschossen hatte. Bei einem Spiel in der georgischen Liga zieht der Spieler sein Trikot vor dem Torschuss aus. Unsportlich ja und total kurios. Gab dann auch noch Gelb für diese Aktion. Wir sind bei Level 56 angekommen und das war eine der besten Rettungstaten der letzten Bundesliga-Saison, über die selbst der Gegenspieler staunen musste. Hummels gegen Dyer. Und bitte, wie hoch war denn das Bein? Und von einer klasse Abwehrleistung gehen wir in die Ukraine, zu einer nicht so guten. Und bevor ich euch die Szene zeige, nur zur Erinnerung, das Team mit den weißen Trikots gehört zum Torwart. Auf ins Level 62, zu einem Spieler von Brügge, der buchstäblich mit einem blauen Auge davonkam. Das tut weh und das sieht man auch an der Riesenbeule. Auch bei unserer nächsten Szene, da gab es Schmerzen, weil ein Spieler diesen kleinen Fan abschoss. Red Bull New York lag kurz vor Ende mit 0:2 zurück. Und ja, ich verstehe das, das ist frustrierend, aber das darf dann nicht passieren. Yearwood will gegen die Bande schießen und der Ball geht in die Menge und trifft diese Frau im Kopf und auch den kleinen Jungen vor ihr. Der Spieler will sich entschuldigen, aber die Begleitung der Frau will nicht, dass der Spieler zu ihr geht und schmiss ihm dann noch den Schal ins Gesicht. Jetzt zu einer kuriosen Szene aus der letzten Champions League-Saison, wo der Spieler Ballgefühl bewies. Marcel Thuram versucht sich Platz zu machen und packt bei Savic zu. Dieser fiel zu Boden, konnte danach aber weiterspielen. Interessanterweise gab es dafür keine Karte, denn der VAR griff nicht ein. Und zumindest konnten die beiden ein paar Minuten später schon darüber lachen. Nichts zum Lachen hingegen bei der Copa America beim Spiel Uruguay gegen Kolumbien. Habt ihr mitbekommen, wie sich Spieler mit den Fans geprügelt haben? Anscheinend gingen einige Fans von Kolumbien auf Fans von Uruguay los, sodass sogar die Spieler auf die Tribüne sprangen, um ihren Familien zu helfen. Esto es un desastre. Esto es un desastre. Nuestra familia está corriendo peligro. Tuvimos que meternos como peo para arriba de la tribuna a sacar a nuestros seres queridos con bebés chiquitos recién nacidos. Un desastre todo. No había un solo policía. Cayeron a la media hora. Zum Glück passierte nichts Schlimmeres, aber das ist wirklich überhaupt nicht okay. Auch unser Level 76 sorgte für ordentlich Aufregung. Bristol Citys David Bentley und Stokes Jacob Brown in einem privaten Wrestling-Match. Und in der Wiederholung sehen wir, wie absurd das war. Bentley will den Stürmer ablocken, der den Torwart dann in den Schwitzkasten nimmt. Beide fallen fast über die Bande und fangen dann an, sich über die Bande schubsen zu wollen. Gab dann zwei gelbe Karten und nach dem Spiel eine Geldstrafe vom englischen Fußballverband. Und hey, wenn euch unsere Videos gefallen, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Zuerst einmal aber zu Joshua Zirkzee. Der Niederländer spielte eine bärenstarke Saison für Bologna. Seine Anfänge machte er bei Bayern, da fiel er aber mit dieser kuriosen Aktion auf. Ja, er blieb einfach stehen.
Bei unserem Level 83 schaffte es der Ball ins Tor, aber so etwas sieht man auch nicht jeden Tag. Was gehört zum Job als Fußballprofi dazu? My friend. Sich den Interviews nach dem Spiel zu stellen. Doch manchmal hat man einfach keine Lust drauf. Und so erging es auch Thomas Müller, als er am Flughafen in München ankam. Was machte er also? Er nahm seinen Reisepass und tat so, als wäre es ein Handy und ging an den Journalisten vorbei. Reisepass mit kurzer Hand. Fast sind wir bei dem Torwart angekommen, der auch in Las Vegas auftreten könnte. Aber zuerst dieser verrückte Moment aus Australien. Gets it back again now, Peña. On the left foot. Peña mit einem schönen Tor und dann der Jubel. Daniel Peña. Aber dann sieht man, dass er Schmerzen hat. Er hatte sich beim Jubeln verletzt, als er von der Bande sprang und musste dann tatsächlich ausgewechselt werden. Das ist bitter. Aber eine der bittersten Verletzungen beim Jubeln war diese hier vom Hamburger Nikolai Müller. Ein Tor, dann dieser Jubel, er kommt unschön auf und riss sich dabei das Kreuzband. Und das war richtig bitter, denn er fiel ganze 7 Monate aus. Auf ins Level 93. Und dieser Moment ist erst wenige Wochen alt, aber er endete im Chaos. Olympia 2024 in Paris. Und da darf der Fußball nicht fehlen. Mit dabei Weltmeister Argentinien. Und obwohl bei Olympia nur U23-Spieler bis auf 3 Ausnahmen mitmachen dürfen, waren die Argentinier trotzdem im Favoritenkreis. Beim ersten Gruppenspiel gegen Marokko taten sie sich aber schwer. Sie lagen nach 90 Minuten 1:2 hinten, aber es gab ganze 15 Minuten Nachspielzeit. Und dann kurz vor Ende dieser Moment. Tor Argentinien. Aber beim Jubeln drehten die Fans von Marokko durch und warfen mit Flaschen auf die Spieler. Und manche stürmten sogar den Platz. Die Mannschaften flohen in die Kabine, die Zuschauer wurden nach Hause geschickt und es schien, als würde das Spiel beendet. Und auch der offizielle Olympia-Block schrieb, das Spiel ist vorbei. Doch fast 2 Stunden nach diesen Szenen gab es die Nachricht, das Spiel war nur unterbrochen. Nach 2 Stunden wurde wieder angepfiffen, total kurios, und dann gab es erstmal eine VAR-Überprüfung des Treffers. Und da dieser Abseits war, zählte der Treffer nicht. Am Ende verlor Argentinien. In all my years of football, I have never witnessed or come across something like that. It was absolutely scandalous. Really was absolutely crazy. Fast sind wir bei Level 100, aber zuerst noch ein weiterer verrückter Moment, den keiner glauben konnte. Europa League Gruppenphase. Rennen gegen Villarreal. Villarreal führte und war Stand jetzt Gruppenerster und somit direkt für die nächste Runde qualifiziert. Aber es gab nochmals Freistoß in den letzten Sekunden des Spiels. Tor, Wahnsinn, und jetzt war Rennes Gruppenerster. Aber was war das? Der Schiedsrichter nahm den Treffer zurück. Da der Freistoßschütze nach dem Lattentreffer als erstes wieder den Ball berührte, zählte der Treffer nicht. Denn laut der Regel darf der Schütze den Ball nicht 2-mal hintereinander berühren. Und jetzt der Zauberer. Im Leagues Cup 2023 trafen die Tigres aus Mexiko auf Vancouver. Es ging ins Elfmeterschießen. Und dort zeigte uns Torwart Nahuel Guzmán zuerst seine Pantomime-Künste. Bevor es so aussah, als hätte er eine lange Schnur verschluckt. Und hey, das Ablenkungsmanöver schien zu wirken. Der Spieler von Vancouver verschoss und Tigres gewann das Spiel. Und wenn ihr wissen wollt, welches Trikot Fußballspieler hassen, dann schaut euch dieses Video an.